süditalienische Stadt Matera hat das Jahr als europäische Kulturhauptstadt mit einem vielseitigen Programm eröffnet. Unter dem Motto Open Future plant die UNESCO-Stadt eine kulturelle Renaissance des Südens. Eines der beiden Projekte, auf denen alle Aktivitäten 2019 basieren, ist IDEA. Wir sind bei der Einweihung von IDEA, einem der beiden Hauptprojekte von Matera 2019. IDEA erkundet die Archive und Sammlungen der Basilikata aus künstlerischer Sicht. Es ist ein Experiment, bei dem Archive und Sammlungen als lebendige Wesen verstanden werden können. Laut dem künstlerischen Leiter von Matera 2019 ist IDEA die Grundlage für alle anderen Projekte, denn es informiert über die anthropologische, soziologische und menschliche Geschichte der Region. IDEA ist ein Versuch, die Archive der Region Basilicata zu erforschen, um die oft unbekannte Geschichte dieses Teils der Welt zu entdecken, der voller unglaublicher Schönheiten, aber auch Geheimnisse und überraschender Geschichten ist. Fünf Künstler und Designer wurden eingeladen, Ausstellungen zu gestalten. Der italienische Fotograf Mario Cresci verantwortet die erste Schau. Die Bedeutung dieser Aktion besteht darin, einen einfachen, direkten und konkreten Weg zu finden, um Menschen vor greifbare Realitäten zu stellen. Etwas, das sie berühren, sehen und etwas, was man miteinander in Verbindung bringen kann. Damit meine ich kulturelle, geografische, ökologische und historische Realitäten. In diesem Kontext habe ich wirklich viel gelernt. Realisiert wurde die Ausstellung mithilfe der Open Design School. Matera 2019 basiert auf zwei Projekten, der Open Design School und der IDEA. Die Open Design School ist ein Ort für Experimente, Prototypen und eine Produktionsstätte von Matera 2019. Wir sind am Sitz der Open Design School, einem der Basisprojekte von Matera 2019. Hier arbeiten Fachleute aus Europa und natürlich aus Matera und Italien. An der Designschule wird alles geplant und gebaut, was für den Aufbau aller Veranstaltungen von Matera 2019 gebraucht wird. Die Schule ist ein Labor, bei dem Handwerker verschiedener Disziplinen zusammenarbeiten. In general, un evento come questo richiede moltissime strutture. Normalerweise braucht ein Großereignis wie dieses eine Menge Infrastrukturen, wie Bühnen, Beschilderung, Beleuchtung, Sitze, Veranstaltungsmobiliar. Anstatt diese ganzen Sachen anzumieten, haben wir beschlossen, sie hier zu konzipieren, zu bauen und herzustellen. Damit kann dann alles hier bleiben. In der nächsten Folge von Go Matera kehren wir zurück in die Stadt der Sassi und entdecken all die anderen Überraschungen und weitere Initiativen der diesjährigen Kulturhauptstadt Europas.